Moin Moin und willkommen zurück. Part 20 inzwischen, war Runde 20. Runde 20, ich bin stolz und habe festgestellt, dass meine Festplatte langsam auch voll wird. Es wird Zeit, es zu beenden. Wir sind auf der Suche nach Ruto. Ach, da steht sie ja. Wir sind nicht auf der Suche nach Ruto, wir haben sie gerade gefunden. Und sind gerade dabei, komische, schleimige Schleimdinge wegzumachen. Okay, wenn ich jetzt wieder nicht treffe, nehme ich einfach Rutos Arsch. Rutos Arsch ist effektiver. Ah, ja, ja, ich weiß, wir waren wieder unaufmerksam, haben dich alleine gelassen, arme Prinzessin. Komm, ich brauch deinen Metallarsch. Ich muss dieses Vieh hier kaputt machen. Yay! Oh, ich hab nicht getroffen. Verdammt. Ruto, Mann, was kannst du? Nicht mal richtig fliegen. Nicht wegfahren. Fährt mit dem Dungeon mit. Zack! Nice. Jetzt noch du und dann noch du. Ja, du auch noch. So. Das ist noch da. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite, da ist auch noch so ein schleimiges Schleimding. Bam. Ist das jetzt weg? Ja. Nächster Nippel. Tentakel. Rape-Tentakel. Da ist er. Der macht uns dann der letzte Schleim weg. Wow. Ah, komm ran. Zack. Ah, versuch mich doch zu rapen. Versuch's doch. Guck dir meinen jünglichen Hintern an. Er wartet nur auf dich. Ah, verarscht. Komm schon, versuch's doch. Zack. Wir sehen, es handelt sich um ein japanisches Spiel. Oh Gott, nein. Reden wir nicht drüber. So, gibt's hier nichts mehr? Nicht mal eine Truhe, irgendwas noch so? Was weiß ich, Geld drin oder eine Seele? Ne? Okay. So, jetzt können wir in die Mitte gehen. Den mittleren Mittellichkeitsraum. Nachdem wir Ruto gefunden haben, die wahrscheinlich wieder in der Mitte jetzt auf uns wartet. Was? Nein, du musst treffen. Ja, genau so. Jetzt du noch. Wieso geht das nicht? Es geht nicht. Nein. Es hat nicht funktioniert. So, jetzt müssen wir Ruto wiederholen. Ist jetzt die Mitte frei? Ja. Wir müssen mit ihr in die Mitte. Oh, Frau, ey, du wanderst in diesem Bauch rum. Anstatt dich mal zu entscheiden. Geht gar nicht. Ah, ich war zu langsam. Liegt hier sonst noch was auf uns zu? Das noch. Komm, ich will hier auch noch mal. Zack. Wir merken uns, hier ist so ein grüner Schleim. Da müssen wir nachher lang. Ich vergesse nämlich immer das Loch. Da, wo der grüne Schleim war. So, komm, auf, wir gehen. In die Mitte. Hat schon ganz vergessen, dass sie auf der Suche nach ihrem komischen Stein war, ne? Ja, ja, Frauen. Wenn wir uns beeilen, kommen wir hier raus, bevor die, ja, uns nerven. Haha, ich hab euch ignoriert. So, durch da. Hier ist ja noch so ein Nippel. Ah, okay. Den Nippel, dann durch das Loch mit Ruto und da sind wir da, wo wir eigentlich hin. Kompliziert. Viel zu komplex alles. So. Komm schon. Rauf mit dir. Zack. Und rauf mit dir. Zack. Ah, nein, er hat mich geraped. Oh, jetzt bin ich schwanger. Ah, oh nein, ich sollte das Zelt nicht lösen. Komm. Dieser Tentakel ist rapiger als die anderen. Oh, ich hab mich getroffen. Los, triff! Triff! Meine Güte. Es gibt zur Belohnung nichts. Again. Jetzt dürfen wir aber durch diesen roten, da wo früher mal Schleim war, durch. Oh, hoffentlich finde ich gleich das richtige Loch.
Jetzt krieg ich die Krise. Geht weg, lasst mich in Ruhe, ich will nicht mit euch spielen. Als Bandwürmer. Sobald es abnervt, mache ich die erst weg. Das nervt mich bei meiner Wahl des Loches. Was macht man denn gegen das Teil? Außer nochmal draufhauen, damit es nicht nervt. Also ich bin der Meinung, es war dieses Loch. Also rein hier. Es war auch dieses Loch. Setze ich sie hier gerade mal ab. Ja, gleich zwei Skulpturas auf einmal. Das ist ja nett. Okay, wenn ihr mich nicht mehr habt, kümmere ich mich erstmal um Skulpturas. Putz! Das Gute am Bumerang ist halt jetzt, wir können damit Skulpturas, die für uns vorher unerreichbar waren, ganz einfach an uns heranholen. Denn mit dem Bumerang können wir Items an uns ranziehen. Sehr praktisch. Haben wir nachher auch einiges an Skulltoolers zu suchen. Also die ich kenne, die holen wir auch, weil die große Börse schon sinnvoll ist. Danach dann aber, wie gesagt, ich jag die Teile nicht, weil es einfach... Es lohnt sich nicht. Du kriegst nur unendlichen Reichtum und mit dem kann man in dem Spiel einfach nichts anfangen, weil wofür braucht man in dem Drecksgame Geld? Für nichts. Für gar nichts. Wow. Du hast eine goldene Skulltula zerstört. Du erhältst dafür ein Skulltula-Symbol. Schön. So, Rudo, weiter geht's. Jetzt wird's gleich eklig. Gleich kommt so ein ekliges... Ah, da habe ich gelitten letztes Mal. Da werde ich auch wieder leiden. Das wird auch bestimmt wieder peinlich, weil ich zu blöd bin, den richtig zu machen. Wirf mich da hoch! Wir haben unseren Stein gefunden. Da ist er ja! Danach habe ich gesucht. Wirf mich auf die Plattform! Oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Na gut. Habe ich mein Timerchen eigentlich angemacht? Nein. Wie lange spielen wir denn schon? Ungefähr 10 Minuten? Sagen wir noch 10. Prinzessin Ruto hat den heiligen Stein wieder. Aber warum Prinzessin Ruto? Ja, wir brauchen den ja eigentlich. Dankeschön. Gott sei Dank. Endlich. Der Stein von meiner Mama. Als ich Lord Yabu Yabu gefüttert habe, hat er wild um sich geschlagen. Vor Schreck habe ich dann den Stein fallen lassen. Und ganz plötzlich hat er mich und den Stein verschluckt. Ja, ja, ja. Ganz rein zufällig. Aber jetzt habe ich ihn wieder und kann heimgehen. Bring mich jetzt schnell heim. Ja, genau. Hä? Oh nein! Wer hätte das gedacht? Was ist denn das? Ein Oktopus? Oh, jetzt geht's los. Ich hasse diesen Gegner. Ich hasse ihn. Wir müssen ihm auf den Arsch kloppen. Und der fährt hier im Kreis und geht mir auf den Sack. Mehr sag ich dazu nicht. So, wo sind meine Deku-Nüsse? Ich will die mal ausprobieren. Ah, ne, warte. Deko-Nüsse machen wir hier hin. Bumerang dahin. Und dann mal gucken. Ich weiß wirklich nicht, wie man den am besten besiegt. Keine Ahnung. Mal sehen, was passiert, wenn man Deko-Nüsse schlägt. Oh, dann. Aber. Ich weiß es einfach nicht. Oder? Mal sehen. Ich versuche erstmal einen Lock-On auf den Arsch zu kriegen. Ah ja. Okay. Er muss sich umdrehen eigentlich. Er muss sich in die andere Richtung drehen. Und dann müssen wir ihn auf seinen Arsch schauen. Jetzt. Ich krieg ihn nicht. Ja. Okay, so geht's. Bisschen Geduld und dann läuft das. Man muss halt immer hoffen, dass er sich in die richtige Richtung dreht. Wenn nicht, schnell eingreifen. Ist ja ganz einfach. Muss nur wissen, wie. Ah, zu nah dran. Sind nicht
eigentlich aller guten Dinge 3, Arsch, Rampe. Wieso reicht bei dir nicht 3? Na los. Oh, der ist weit weg. Lass ihn für den nochmal treffen. Oh ja. Ja. Sie lebt nicht mehr. Da kriegst du einen nach. Arsch. So. Jetzt müssen wir wohl auch da hoch, hm? Ja. Oh, cool. So. Hinauf. Jetzt kann es ja nicht mehr allzu lange dauern. Eigentlich. Ich sehe noch ein paar Früchte des Waldes und eine Fee. Ich habe aber schon 3. Wenn da jetzt schon eine Fee kommt, dann spricht das ja eigentlich dafür, dass das gleich zu Ende ist. Mal sehen. Ich entsinne mich. Wir machen erstmal das Ding weg, weil er mich nervt. Du nervst mich! Na, also. So, jetzt müssen wir hier diese, ja, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll. Dinger mit unserem Bumerang zur Ruhe bringen. Ach, cool. Da fängt das an zu wabern, wenn wir draufstehen. Das ist ja nett. Alles kein Problem. Dann nehme ich darüber. Und dann darüber. Schon haben wir's. So. Weiter geht's. Wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir hier oben. Jetzt springen wir da drauf und dann fährt das runter. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Jetzt brauchen wir... Gehst du mir mal nicht auf die Nerven? Hier das runtergefahren. Das heißt, wir kommen jetzt hier hin, um das zu öffnen. Wir sind ja zu leicht, um diesen Schalter alleine zu betätigen. Benutzen wir jetzt eine dieser Kisten mit, weiß ich nicht, was da drin ist. Lord Yabu Yabus Innereien zum, weiß ich nicht, wahrscheinlich machen die da Marmelade draus oder so. Keine Ahnung. Auf geht's. Jetzt müssen wir die Marmeladenkiste hier stehen lassen. Oh, das ist London-Milch. Wer weiß. Vielleicht schläft er hier irgendwo. So. Nibbel, nibbel, nibbel. Erstmal hier wieder zahlreiche meiner Freunde umnieten. Lalala. Na, 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 na. Ich stehe drauf. Wieso nervt ihr mich so doll? Oh, die andere auch noch. Komm schnell. Wieder. Wie wir dann hören, hören wir eine Skulltula. Die nehmen wir natürlich dann mit. Immerhin kann ich sie hören. Die befindet sich ganz nett versteckt. Eigentlich echt mal eine coole Sache, wenn man den Bumerang mal benutzen muss. Na 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 na. Wutz, 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 wutz. Fallen lassen. Umsehen, Uhr. Einmal ist hier die Lippe. Ne, dafür mussten wir den Bumerang benutzen. Du musst ihn auch schon treffen, ne? Was ist das denn hier? Alles nicht so einfach, so einen Lippe zu treffen. Wo ist denn jetzt die Skulltula? Hören, aber ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Gehen wir mal wieder runter. Ah, ich habe sie gefunden. Oh Mann. Wie konnte ich denn an der vorbei, ohne sie zu sehen? Peinlich, peinlich. So.
haben wir dieses Ding auch. So, jetzt geht's, glaube ich, zum... Ja, da ist ja schon so ein Totenschädel. Jetzt geht's los. Was sagt mein Telefon? Dadurch, dass ich die Zeit komplett vergessen habe, würde ich sagen, ja, der sagt hier noch eine Minute 51. Dann stelle ich jetzt auf Stopp. Sag einfach, wir machen den Endgegner noch und dann ist der Part rüber. Vorüber. Oh, ich soll vielleicht die richtige Tür hochlaufen. Ich hoffe, das kommt ungefähr hin. Sonst wird er mal ein bisschen kürzer. Dann machen wir danach noch einen und dann ist mein Festplatte auch randvoll. Müssen wir wieder uploaden. Ich erstmal wieder Zelda-Urlaub. So. Endgegner-Time! Klingt schon elektronisch. Na, was bist du denn Feines? Aha! Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Nennen wir es, weiß ich nicht. Das steht ja gleich da. Barinade! Elektroristisches irgendwas. Keine Ahnung. War auf jeden Fall, glaube ich, nicht so schwer. Wir müssen erstmal die Tentakel abschneiden. So, jetzt fängt das Ding an, sich frei zu bewegen. Da müssen wir innen drin genau das da treffen. Und wir da draufhauen. Jetzt fängt es an, sich zu bewegen. Da müssen wir aufpassen. Boah. Um es herumfliegen diese Teile, die können wir kaputt machen. Und dann hat er nicht mehr so viel Schutz. Weil wir müssen ja durchdringen, um ihn da an seinem Bauchlein zu verletzen. Momentan fehlt nur ein... Oh, was funktioniert? Jetzt können wir diese Dinger kaputt machen. Und umso weniger er dann hat, umso... anvisieren, du Arsch! Anvisieren! Ach, mein Gott. Umso größer ist die Chance natürlich jetzt, dass unser Bumerang trifft und wir Nagel dran sind. Okay, man kann es auch voll versauen. Zwischendrin behakt uns das Teil mit Lasern da. Anvisieren. Also irgendwie will Link heute nicht so. Das Set ist heute nicht seine Sache. Ja, geil. Es sind nur zwei Stück und ich treffe nicht. Wahnsinn. So, jetzt mal schaffen. So, jetzt hier. Auf da. So, jetzt sind sie alle weg. Jetzt haben wir nämlich nur noch ihn hier. Jetzt haben wir dann noch ein bisschen drauf. Weichen seinen Laserstrahlen aus. Na, Laser ist das nicht. Elektro. Whatever. Gekonnt springen. Fliegt er wieder hoch. Und draufhauen. Wieder Sachen aus. Ah! Ich wollte das mal genießen. Das soll ja gut entfernt sein. Aua, ist der schnell. Ey, entspann dich mal. Jetzt geht er ab. Jetzt merkt er, es geht zum Ende. Tot! So, damit haben wir das auch geschafft. Bam, 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 bam. So, Herzteil. Wunderbar. Jetzt gehen wir noch zu ihr und dann ist der Part zu Ende. Ich hoffe, das kommt ungefähr hin. Ansonsten wird es mal wieder ein bisschen länger. Du bist spät dran. Warum hat es so lange gedauert? Du bist ein ziemlich lahme Ente. Na gut. Ich habe mich ein bisschen einsam gefühlt. Das ist alles. Aber nur ein bisschen. Ja. Ist ja schon gut. Mein Kaffee ist jetzt auch alle. Perfekt. Ba-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. So,
wird es nochmal hocherotisch. Oh mein Gott! Oh, nicht so nah, nicht so nah! Du riechst eklig nach Fisch. Navy geht auch voll ab. Ja, geil, geil, geil! Oh. Ist das unangenehm. Was sind das eigentlich für Kreise da oben? Sollen das die Ohren sein? Hey, du bist cool. Ein bisschen mehr als andere, aber nur ein bisschen. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Was möchtest du? Sag's mir. Ich möchte den heiligen Stein. Eigentlich nichts. Ich will den Stein haben. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir. Ich habe ihn von meiner Mama bekommen. Und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist so eine Art Verlobungsring der Zoras. Um Gottes Willen. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Aber... Komm, sag's schon. Ich ahne Schlimmes. Also, ich weiß nicht. Boah, die beiden, was kommen denn da für Kinder bei raus? Bang. Jetzt genießen wir erstmal diese Animation. Na, na, na. Ah. Der Zora-Saphir. Von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Prinzessin Ruto hat dir ihren wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die drei heiligen Steine. Jetzt schnell zur Prinzessin Zelda. Wie wär's, wenn ich den ganzen Kram vorher noch erledige, den es noch zu erledigen gilt? Oh Gott. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Ja, nee, keine Angst. Gut, wir sind dann soweit durch. Endgegner besiegt, Festplatte voll, Kaffee leer. Wir machen wieder einen Break, bis das alles abgeloadet wurde. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Part, wo wir mal wieder rumlaufen werden. Viel rumlaufen werden. Bis denn dann, euer Blaufuchs.